Justus, ich grüße dich zu From Dan to There. Hallo, lieber Arne. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich gerne kurz erklären, dass wir heute nicht in dem From Dan to There Podcast-Studio sind, sondern in einem Restaurant, in deinem Restaurant. Ja. Ist es Schöneberg oder Kreuzberg? Also die Leute, die hier in dem Haus wohnen, die sagen, alles wäre Kreuzberg. Man munkelt aber, es sei Schöneberg. Also man weiß es eigentlich selber nicht so ganz genau. Ich würde sagen, es ist Schöneberg. Da würde ich mich anschließen. Für mich ist es auch Schöneberg. Ja. Justus, ich freue mich sehr, dich heute zu Gast zu haben. Wir haben uns 2016 das erste Mal kennengelernt. Und zwar in Hamburg bei Jungformat, bei der großen Werbeagentur. Und zwar wollten wir, du warst damals Spielerberater, wollten wir einen neuen Zweig mit Jungformat aufbauen. Jungformat Stars hieß das. Und es ging eigentlich darum, so dass Fußballgeschäft, die Fußballagentur ein bisschen anders aufzurollen. Klar, dazu gehören Spielerverträge zu verhandeln, Spieler zu scouten, aber eben auch einen Schwerpunkt zu setzen auf die Zeit nach der Karriere. Und gleichzeitig, deswegen eine Werbeagentur, ein Markenbild der Spieler aufzubauen. So, jetzt haben wir das, glaube ich, am Ende ein halbes Jahr gemacht, oder ich habe es ein halbes Jahr mit dir zusammen gemacht. Am Ende würde ich sagen, ist es nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Was waren aus deiner Sicht die Gründe dafür? Also, lieber Arne, erstmal vielen Dank. Du siehst, ich habe ein Grinsen auf dem Gesicht die ganze Zeit schon, weil ich mich wahnsinnig freue, dass du heute hier bist. Und es ja so ein bisschen so ist, dass ich zwar Gast bei dir bin, aber so ein bisschen auch Gast bei mir im Restaurant heute. Das finde ich toll. Zu Jung von Matt, ich glaube, ich bin da eigentlich relativ selbstkritisch. Es gibt auch nicht nur einen Grund, sondern ich glaube, es gab mehrere Gründe, warum das nicht funktioniert hat. Der eine Grund war definitiv, dass ich ja damals schon, wie du gerade richtig sagtest, in der Branche tätig war. Ich habe schon 7, 8 Jahre in dem Bereich gearbeitet, hatte schon, als ich zu Jung von Matt kam, schon so ein Stück weit das Feuer eigentlich dafür verloren. Für mich war der Hauptgrund eigentlich zu Jung von Matt zu gehen, war es eigentlich du. Okay. Weil ich wahnsinnig... schön, dass ich jetzt auch mal sage, aber weil ich es einfach toll fand, mit dir zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, aber schon ein bisschen das Feuer dafür eigentlich verloren hatte. Ich glaube, du warst am Anfang wahnsinnig motiviert. Ah, nur am Anfang? Das hat man, schon. Also wenn ich das mal so ein bisschen analysieren darf, so aus meiner Sicht, dann würde ich sagen, du warst am Anfang sehr, sehr motiviert, hast aber, glaube ich, relativ schnell gemerkt, was das dann doch bedeutet, in diesem Geschäft zu arbeiten und was es auch dazu benötigt, um in dem Geschäft irgendwie erfolgreich zu werden. Und ich glaube, so aus meiner Sicht hat das vielleicht auch ein Stück weit dazu geführt, dass wir beide, glaube ich, nicht so richtig dieses Feuer hatten, um in so einer Branche dann auch richtig erfolgreich zu werden. Und ich glaube, ein weiterer Grund ist, ich nenne das immer so ein bisschen... eine Straßenköter-Mentalität, die hat uns, glaube ich, beiden, was ich aber gar nicht schlimm finde, sondern ich bin eigentlich eher froh, dass ich den nicht habe, die hat uns, glaube ich, beide so ein Stück weit gefehlt, um da wirklich erfolgreich zu werden. Für all diejenigen, die sich mit einer Spieleragentur, Spielerberatungsagentur nicht so auskennen, es ist schon ein sehr spezielles Feld. Total. Ich bin selber Fußballer gewesen, ich hatte einen Berater. Ich habe danach erst gemerkt, in dieser Zeit, was es heißt, ein Spielerberater zu sein. Ich kann mich noch an eine Reise erinnern nach Baden-Württemberg. Und zwar wollten wir dort einen Spieler verpflichten. Ja. Und irgendwann hatten wir das Gefühl, als wir bei den Eltern saßen, wie viel Geld bringen wir denn mit, dass wir den Jungen beraten können. Und das war für mich so ein bisschen das abschreckende Signal, wo ich dann auch für mich entschieden habe, für mich geht es nicht weiter. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich weiß, wir waren damals im Dreiländereck da unten, haben die Familie dieses jungen Spielers besorgt, der übrigens mittlerweile auch Bundesliga-Profi ist beim SC Freiburg, der das echt auch geschafft hat. Also so unser Riecher, unser Auge war vielleicht gar nicht so schlecht. Aber waren wir in Baden-Baden oder in Baden-Württemberg? Ich weiß gar nicht mehr. Na, wir waren damals in der Nähe von Freiburg. Ich glaube, wir sind sogar, die Eltern leben sogar in Frankreich. Das ist ja so direkt an der Grenze da unten. Und da sind wir ja ich glaube, wir haben damals in Basel gewohnt, kann das sein? Sind dann von da, ich weiß sind dann von da dahin gefahren. Aber ja, es, man muss das auch, ich sehe das auch relativ selbstkritisch am Ende. Ich bin da schon mit großen Erwartungen auch hin und habe gedacht, so das Gerüst, das stimmt, mit der Werbeagentur hinten dran, mit Katja Kraus damals noch, mit dir. Aber man muss schon rückblickend sagen, dass
dass wir da nicht besonders, dass wir das nicht besonders gut umgesetzt haben und auch nicht besonders erfolgreich waren, so in dem Bereich zumindest. Du hast dem Fußball den Rücken gekehrt, genauso wie ich es eigentlich auch gemacht habe. Ja. Nicht ganz, aber zumindest zu großen Teilen. Wenn du jetzt mal auf die Zeit zurückblickst, damals, also im Jahr 2016 und heute, hat sich der Fußball und auch das Geschäft drumherum aus deiner Sicht nochmal verändert? Total. Das war auch für mich auf jeden Fall einer der Gründe, der Hauptgrund zu sagen, ich höre jetzt auf damit, weil ich gemerkt habe, dass dieses Geschäft absolut verändert hat. Es ist nochmal so gerade in dem Spielerberatungsmarkt noch aggressiver geworden. Es ist, hat sich nochmal gedreht. Du musstest wirklich anfangen, mit 14-, 15-jährigen Jungs zu sprechen, dich mit den Eltern zusammen hinzusetzen, denen die große Karriere aufzuzeigen. Und warst immer im Kampf beziehungsweise in Konkurrenz mit zig anderen großen Agenturen, die da wirklich aggressiv in den Markt rein sind. Und das hat sich doch, das hat sich sehr verändert, finde ich, so im Laufe der Jahre. Absolut. Also das Perfide aus meiner Sicht ist eigentlich so dieses, es sind junge Spieler, die wirklich ja noch ganz am Anfang stehen und die Eltern haben dann teilweise wirklich nach Geld gefragt, ne? Ja, also total. Du musst es wirklich, weil sie eben auch in diesem Markt natürlich waren, natürlich von anderen Beratern auch mit anderen Beratern gesprochen haben, die das natürlich auch machen. Am Ende war das so ein Stück weit, wer bietet das meiste? So, und der kriegt dann den Spieler. Und es war gar nicht so, und ich glaube, da könnte man nochmal zurückkommen zu dem Punkt, es war gar nicht so, dass, oder ich glaube, das war dann am Ende auch ein Grund, dass die Jungs, mit denen wir zusammengesessen haben, die waren ja so jung und bei Jung von Matt waren Teil der Strategie, die wir hatten, auch die Karriere nach der Karriere. So, und ich glaube einfach, dass viele dieser jungen Spieler, die waren gar nicht, oder auch, ja, die hatten, das war gar nicht der Zeitpunkt, um mit diesen jungen Spielern über die Karriere nach der Karriere zu sprechen, sondern da ging es erstmal darum, wer bringt mir den ersten großen Profivertrag. Klar. Das andere war eben auch noch eine gewisse Marke aufzubauen, aber auch das Konzept an sich ist ja auch immer wieder zu diskutieren. Es geht ja in erster Linie um Fußball, um Erfolg. Du hast, eben schon mal kurz angesprochen, dass dieser Prozess, dich aus dem Fußball zu verabschieden, jetzt nicht von heute auf morgen kam. Das hat sich immer weiter so ein bisschen aufgebaut. Mhm. Als du dich dann entschieden hast zu gehen, ich glaube, ich bin vor dir gegangen. Das war so. Ja. Als du dich entschieden hast, das Geschäft zu verlassen, hattest du da bereits einen Plan B oder bist du einfach raus und hast gesagt, das ist jetzt nichts mehr für mich und ich fange jetzt neu an? Ich hatte keinen Plan B. Ich hatte das, was ich jetzt mache, das war schon irgendwie im Hinterkopf. Immer mal wieder so als Idee kam das auf. Ich habe es dann häufiger aber auch wieder verworfen. Und ich muss dazu sagen, wie gesagt, du sagst völlig richtig, es war damals ein Prozess, aber es war auch ein Stück weit so, dass der Hauptgrund, warum ich eigentlich dann raus bin und auch bei Jung von Matt aufgehört habe, war eigentlich die Situation, wir werden vielleicht noch zu sprechen kommen darauf später, die Situation mit meinem Vater, weil das war so die Phase, wo mein Vater auch krank wurde, wo die Diagnose das erste Mal uns erreichte. Und dann war das einfach ein Teil dieser Geschichte dann auch, dass ich dann bei Jung von Matt relativ schnell, weil es war so eine Intuition für mich, als ich das mit meinem Papa gehört habe, zu sagen, ich packe jetzt hier alles zusammen in Hamburg und fahre nach Zürich. So, und da will ich auch bleiben, weil ich jetzt, ohne zu wissen, was daraus wird, jetzt bei meinem Vater sein möchte. Und das war eigentlich dann auf jeden Fall auch, oder wahrscheinlich sogar mit der entscheidende Grund, dann zu sagen, okay, jetzt lassen wir das und gehen zurück in Zürich. Und da hast du auch schon die richtige Überleitung für unser Gespräch aufgeführt. Und zwar ist dein Vater 2020 verstorben. Ja. Du hast gerade davon gesprochen, dass die Diagnose euch erreicht hat. Kannst du oder möchtest du darüber reden, was deinem Vater widerfallen ist? Also mein Vater ist, genau wie du sagtest, 2020 gestorben. Doch 2020 gestorben, völlig richtig. Und er war an Leukämie erkrankt, also Blutkrebs. Die Diagnose kam für uns wahnsinnig überraschend damals, weil mein Vater, das war ein gut aussehender, fitter Mann, der war immer fit, der war nie krank, der hatte nie eine Erkältung. Und es kam dann, es war eigentlich ein längerer Prozess, weil er beruflich häufig in Südafrika unterwegs war. Und das war auch zu der Zeit so. Und er war im Flieger zurück und hatte dann damals, glaube ich, auf dem Layover in Dubai auf einmal so extreme Erkältungssymptome, Fieber und Schweißausbrüche und flog dann aber noch zurück nach Zürich. Meine Mutter war damals gerade in Hamburg bei mir zu Besuch und er wurde immer kränker, es wurde immer schlimmer, er ist zum Arzt, ich glaube, er ist dann noch einmal zu Hause kollabiert
Dann haben sie seine Blutwerte gecheckt, die waren total durcheinander, aber es hatte niemand, wirklich niemand, die Ahnung oder die Idee, das könnte jetzt Leukämie oder irgendwie irgendwas desgleichen sein, sondern die dachten eigentlich, die Ärzte, dass er sich irgendwas aus Südafrika mitgenommen hat, irgendwie ein Virus oder irgendwie sowas. Und dann war er im Krankenhaus, wurde auch untersucht, wurde behandelt. Ich kam dann nach Zürich, bin dann sozusagen aus Hamburg, als ich das hörte, bin ich dann nach Zürich geflogen. Und es war wirklich sehr speziell, dieser Moment war sehr speziell, weil, wie gesagt, es hat niemand irgendwie von Leukämie geredet, die Ärzte auch nicht. Das war wirklich so, also es war völlig, völlig außerhalb jeder Vorstellungskraft. Und ich kam in das Zimmer, wo mein Papa lag, und das weiß ich noch sehr gut, und meine Mutter saß da und ihm ging es eigentlich auch schon wieder besser. Und ich kam rein und meine erste Intuition, das war mein erster Gedanke, obwohl wir nie irgendwas mit dieser Krankheit zu tun hatten, ich habe meinem Vater ins Gesicht geschaut und dachte, habe an Leukämie gedacht, sofort. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann im Zimmer war und bin kurz raus, weil er sagte, was ist los? Und ich dachte so, ich brauche irgendwie mal 2 Minuten draußen. Hast du das deinem Vater da schon gesagt oder hast du es gedacht? Nee, Quatsch. Ich hab gar nichts gesagt. Ich habe nur damals noch meine Freundin, mit der ich damals noch zusammen war, die habe ich angerufen und habe ihr das erzählt. Und dann wurde er entlassen aus dem Krankenhaus, war eigentlich schon wieder alles okay. Und ist dann aber, nach 2 Tagen hatte er eine Thrombose im Bein. Da wurde auch gedacht, okay, das kommt vielleicht vom Liegen. Es war ein sehr aktiver Mann. Und kam erneut ins Krankenhaus, wurden erneut Bluttests gemacht. Das Blut war, oder die Blutwerte waren wieder durcheinander. Und dann war so der erste Moment, glaube ich, wo bei den Ärzten so eine leichte Vorahnung aufkam, das könnte jetzt irgendwie auch was Schlimmes sein. Und dann, zu der Zeit war ich aber schon wieder in Hamburg. Und ich weiß noch, dass, ich kann mich zwar nicht mehr genau an das Datum der Nachricht erinnern, als er mir das übermittelt hat, aber es war morgens. Mein Vater ruft mich normalerweise nie morgens an. Und ich lag noch im Bett und habe aufs Handy geschaut, seinen Namen da auf dem Display gesehen. Und für mich war es von Anfang an irgendwie klar, da ist jetzt irgendwas Schlimmes. So, deswegen bin ich erst aufgestanden, habe mich zurechtgemacht, ein bisschen Ruhe gefunden, mich dann aufs Bett gesetzt in Ruhe, ihn zurückgerufen und dann hat er mir das mitgeteilt. Du schienst ja vorher schon eine Ahnung gehabt zu haben, weil du gerade sagtest, im Krankenhaus hattest du das Gefühl. Was meinst du, woher kommt das? Ich habe so in dem Prozess nachher, auch in der Verarbeitung des Todes meines Vaters, angefangen, mich sozusagen auch sehr intensiv spirituell auf mit dieser Verarbeitung zu befassen. Und ich hatte eine tolle Lehrerin, spirituelle Lehrerin, mit der ich sehr viel selbst reflektiert habe und die mir gesagt hat, die hat mich dann auch so ein bisschen analysiert, meine Persönlichkeit analysiert. Und sie sagte mir damals, dass ich ein sehr ausgeprägtes 6. Chakra habe. Das 6. Chakra ist sozusagen ein Energiefeld, das sitzt hier genau zwischen den Augen. Wenn man da besonders ausgeprägt ist, dann hat man angeblich eine besonders gute Intuition und hat sozusagen auch, ich will jetzt nicht sagen seherische Fähigkeiten, aber man kann Dinge vorahnen und spüren. Und das diente dann so ein Stück weit als Erklärung für mich nachher, wie ich auf diese Vorahnung kam. Ja. Als der Anruf kam morgens, völlig unerwartet, weil zu dieser Zeit rief dein Vater dich nie an. Ja. Als du dann mit ihm gesprochen hast, kannst du dich noch an seine Worte erinnern? Total. Er war so, auch wie ich ihn selten kannte. Ich glaube, sie sind ziemlich schwer gefallen, mich anzurufen und mir das mitzuteilen. Und er sagte nur, Justus, würdest du dir was ausmachen, nach Zürich zu kommen? Und ich sagte natürlich, nein, auf keinen Fall. Es ist doch was Schlimmes. Und dann liefen ihm, habe ich schon gemerkt, dann wurde die Stimme wackelig, dann liefen ihm die Tränen und er sagte, ja, ich habe Blutkrebs. Und ja, dann habe ich natürlich sofort Flug gebucht und bin ab nach Zürich. Wie alt war er zu der Zeit? Mein Papa war 67, als die Diagnose kam. Und wenn man sowas gesagt bekommt, auch wenn du schon so eine Ahnung hattest, was ist in dir vorgegangen, nachdem du aufgelegt hast? War das eher so dieser Survival-Instinkt, okay, ich packe meine Sachen, gehe nach Zürich, oder war das dann wirklich erstmal, wo du zusammengesackt bist und das überhaupt nicht glauben konntest? Also zusammengesackt nicht, aber ich hatte... Also in dem Moment hat mich echt ein Gefühl der Angst bedrückt und eingeholt, auf jeden Fall. Weil das war wirklich sofort auch das Gefühl, okay, jetzt besteht irgendwie die Möglichkeit, dass ich meinen Vater verliere. Und wir hatten noch nie in der Familie irgendwie, glücklicherweise noch nie wirklich irgendwie was mit einer schwierigen Krankheit
zu tun. Ich habe diesen Prozess noch nie durchgemacht. Und ich hatte in dem Moment eigentlich wirklich, mir war wirklich Angst und Bange vor dem, was jetzt kommt. Chemotherapie, wie wird mein Vater sich verändern? Wie wird das jetzt sein für uns alle? Das war im ersten Moment auf jeden Fall ein Gefühl der Angst, ja. Und laut der Ärzte, was war der Plan? Was waren jetzt die nächsten Schritte für deinen Vater? Ihr seid, oder du bist nach Zürich. Ja. Dann wurde natürlich ein Therapie- oder selbstverständlich ein Therapieplan ausgearbeitet. Wie ging es dann weiter? Also er kam ins Krankenhaus. Er hatte zum Glück wirklich eine absolute Koryphäe als Professor, der ihn behandelt hat, der auch auf dem Gebiet der Leukämie eine absolute Koryphäe ist. Und er kam dann ins Krankenhaus. Er hatte dann 8 Wochen am Stück, war er dann auch dort, hatte dann wirklich 2 hammerharte Chemotherapien, die dann auch wirklich... ich hatte es gerade schon mal kurz gesagt, er war immer ein gesunder, gut aussehender Mann und das war dann schon krass und hart, so diesen Niedergang zu sehen in dieser Kürze der Zeit. So, das waren wirklich 8 Wochen, wo dann natürlich Haare ausfallen, wo du natürlich dünner wirst, weil du nicht mehr viel isst, weil du keinen Appetit mehr hast. Das war auf jeden Fall krass. Aber es war so, dass der Plan mit ihm war, 8 Wochen volle Kanone Chemotherapie und dann einfach schauen, schlägt es an oder nicht. Und zum Glück muss man wirklich sagen, damals kam nach ein paar Wochen schon, also man hat gemerkt, mein Vater reagiert sehr stark auf diese Chemotherapien. Viele körperliche Reaktionen auch so, wo wir uns natürlich große Sorgen gemacht haben, meine Mutter und ich. Aber der Professor immer sagte, das ist gut, dass er so reagiert, weil das heißt, dass die Chemo anschlägt. Und dann konnten wir auch wirklich so wöchentlich fast schon sehen, wie die Krebszellen zurückgingen. So, das konnte man in den Blutbildern natürlich sehen. Und der Professor damals war sehr frohen Mutes und sagte, dass und positiv gestimmt und sagte, dass wir sind auf einem sehr guten Weg. Und es war dann so, nach 8 Wochen war er, man kann nicht sagen, man gilt als geheilt, weil ich glaube, das ist mit der Krankheit dann auch fast unmöglich. Aber er war nach dieser Zeit zumindest krebsfrei, also krebszellenfrei, zumindest insoweit, dass man es nicht mehr in den Blutbildern sehen konnte. Nach der Diagnose und der Zeit in Zürich, hast du dich da irgendwie ganz intensiv im Internet versucht zu erkundigen, was es mit der Krankheit auf sich hat, weil ich glaube, dass der Otto-Normalverbraucher sich jetzt nicht jeden Tag mit Leukämie beschäftigt. Wie war das für dich? Ich habe das gemacht, ich glaube aber, dass es keine besonders gute Idee ist, das zu machen. Also normalerweise, das würde ich jetzt so mit der Erfahrung, die ich damals gemacht habe, würde ich sagen, schaut auf keinen Fall ins Internet, sondern sucht euch oder beziehungsweise sprecht mit dem behandelnden Arzt, wenn ihr dem vertraut. Weil im Internet liest man einfach viele, viele Horrorszenarien, die am Ende auch dann einfach nicht da auf so eine einzelne Geschichte dann eben zutreffen, sondern da ist ja jeder Mensch ist ja auch in seiner Reaktion auf diese Krankheit ja auch anders. Deswegen habe ich das gemacht, aber das würde ich jetzt so rückblickend nicht nochmal so machen. Und du sagst gerade, nach 8 Wochen sah es nach einer Besserung aus. Mhm. Was waren die nächsten Schritte? Er war nach 8 Wochen, wie gesagt, Blutbild sah super aus. Papa war extrem dünn, abgemagert, blass, ohne Haare natürlich. Und kam dann nach Hause und hat sich dann aber, muss man sagen, wirklich relativ schnell auch wieder aufgerappelt. So ging es eigentlich nach kürzester Zeit, ging es ihm wieder gut. Er sah ein bisschen verändert aus als vorher, aber Haare fingen wieder an zu wachsen. Er war auch fit, er konnte wieder Sachen machen, er konnte wieder arbeiten gehen, er konnte wieder im Geschäft sein mit meiner Mutter zusammen und war dann eigentlich 2 Jahre lang beschwerdefrei, also mehr oder weniger beschwerdefrei und war auch eigentlich gesund. Also er ging zum Arzt und natürlich musst du alle 3 Monate hin, Blutbild kontrollieren, aber das war alles okay. Du hast eben von einer Eingebung gesprochen, auch ja. Vor der Diagnose. Wie hast du dich während der Zeit gefühlt, dass alles wieder gut aussah? Hast du auch wirklich daran geglaubt, dass er über den Berg ist oder nee. Warst du immer noch sehr unsicher? Also es haben mich schon viele Leute gefragt, auch so wie gerade diese Zeit war. Und erstaunlicherweise würde ich fast sagen, dass diese 2 Jahre waren für mich fast oder mindestens genauso schlimm wie dann sozusagen die Zeit danach, weil ich, wie gesagt, so diese Intuition hatte und ich gefühlt habe,
da kommt noch mal irgendwas. Das war es noch nicht. Das war immer irgendwie so, hat mich immer begleitet. Das war immer so ein Stück weit in meinen Gedanken. Und deswegen war das echt auch keine schöne Zeit. Also ich war zum Glück die ganze Zeit in Zürich, habe auch sozusagen mit meinen Eltern zusammen gewohnt damals und war immer da. Aber ich habe eigentlich jeden Tag, und auch wenn ich dann unterwegs war, weil ich habe ja dann auch in Zürich dann nochmal einen Job gefunden im Fußball, wo ich nochmal 2 Jahre gearbeitet habe. Das war mehr so aus der Not herausgeboren, war viel in Südamerika unterwegs. Ich bin jeden Morgen aufgewacht und das Erste, was war, ich bin Hörer genommen, mein Vater angerufen, ist alles gut, weil ich immer das Gefühl hatte, das kann jeden Tag wieder da sein. Hast du noch Geschwister? Nee. Wie war das für euch als Familie? Also jetzt gerade in dieser Zeit, hast du dich in diesen 2 Jahren oder hast du vieles mit dir selber ausgemacht, außer jetzt diese spirituelle Beraterin? Habt ihr innerhalb der Familie gesprochen? Hast du mit deinem Vater gesprochen, mit deiner Mutter? Oder hat jeder so für sich das versucht auszumachen? Ich glaube, es war so eine Mischung aus beidem. Also ich habe schon relativ viel mit mir selbst ausgemacht, weil ich dazu, glaube ich, auch neige. Was ich jetzt auch rückblickend sagen würde, war vielleicht nicht unbedingt in dem Moment der beste Weg, damit umzugehen. Ich glaube einfach, dass es unfassbar wichtig ist, dass man darüber redet dann auch und es wirklich auch rauslässt, was einen dann bedrückt. Das war aber natürlich auch mit meiner Mutter nicht immer so einfach, weil ich natürlich auch gemerkt habe, wie sie das Ganze belastet. Und sie dann ihr dann so ein Stück weit nicht noch meine Sorgen mit aufladen wollte. Es wäre vielleicht rückblickend ein Stück weit besser gewesen, wenn wir das noch offener besprochen hätten. Also wenn wir Sorgen noch mehr geteilt hätten. Das haben wir dann aber schon gemacht. Aber wir haben, man muss sagen, bis zum Schluss auch mit meinem Vater nie so richtig und offen darüber gesprochen, was passiert eigentlich, wenn du mal nicht mehr da bist. So, also diese Möglichkeit haben wir, ich nicht für mich, aber ich glaube, meine Eltern haben diese Möglichkeit für sich so ein Stück weit ausgeklammert, dass das passieren kann. Ich möchte kurz nochmal an dieser Stelle den Moment ergreifen und auch nochmal für all diejenigen, die zuhören und jetzt nicht schauen, nochmal daran erinnern, dass wir heute in deinem Restaurant sind. Also falls es mal Geräusche gibt zwischendurch, dann liegt das nicht an der mangelnden Tonqualität, sondern daran, dass hier gearbeitet wird. Und wir werden da mit Sicherheit nachher auch noch vielleicht 1 oder 2 Gerichte zu sehen bekommen. Ja. Das nur als kurze Information zwischendurch. In den 2 Jahren, wie hast du deinen Vater erlebt? Du warst derjenige, der eher immer ein bisschen skeptisch war. Wie erging es deinem Vater? Der war erstaunlicherweise, der hat sich auch sehr verändert durch diese Diagnose und diese Zeit. Weil der war vorher eigentlich immer ein Mensch, der sehr emotional war, auch sehr agil war, der auch sehr, teilweise auch sehr emotional mit Dingen umgegangen ist, auf bestimmte Situationen reagiert hat. Und ich glaube, dass ihn diese Diagnose und auch diese Zeit im Krankenhaus und das, was er da durchmachen musste auch, das hat ihn so ein Stück weit auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und hat ihn auf jeden Fall viel ruhiger werden lassen. Also ich habe meinen Vater in den 2 Jahren wirklich sehr ruhig, sehr ausgeglichen erlebt. So ausgeglichen, wie ich ihn vorher eigentlich noch nie erlebte. Und ich habe wirklich einen wahnsinnigen Respekt davor, wie mein Vater mit dieser Situation und mit der Diagnose und aber auch mit diesem ganzen Prozess, weil das war schon hart, was er da durchmachen musste. Es waren wirklich, das war echt hart für ihn, aber der hat nie, auch nur in einer Sekunde gejammert oder sich beschwert, sondern der war positiv und der war auf jeden Fall, also mein Vater hat definitiv daran geglaubt, ich habe das jetzt hinter mir, das war hart, ich bin jetzt aber wieder gesund und das bleibt jetzt auch so. Ich glaube, dass Krankheiten unglaublich viel in einem ausmachen. Wahnsinn. Ich arbeite in meiner Stiftung auch mit schwerkranken Kindern und Jugendlichen und ich habe das Gefühl, dass die trotz allem, trotz der Diagnose, trotz der Probleme, die sie haben, sehr positiv sind und vor allem lebensfroh. Und das finde ich teilweise echt so perfide. Wir, die gesund sind, stehen manchmal morgens auf und erregen uns darüber auf, dass es irgendwie regnet oder dass wir im Stau stehen und die haben halt diese Kraft. Ne? Und das finde ich auch unglaublich beeindruckend. Das war bei deinem Vater dann ja genauso. Total. Nach 2 Jahren ging es dann bergab, gehe ich von aus. Wie schnell ist dieser Prozess gewesen? War das etwas, was sich von heute auf morgen rapide verändert hat oder war das dann auch so ein schleichender Prozess? Das ging auf jeden Fall deutlich schneller als beim ersten Mal. So, das war dann aus dieser Zeit heraus, als er dann 2 Jahre zu Hause war, es ihm wieder gut ging, wurde dann auf einmal
kam er auf einmal, oder es war eigentlich so, es war ein Stück weit anders, sondern er war bei einer Routineuntersuchung. Und das weiß ich noch, weil ich war mit ihm dort und ihm ging es eigentlich gut zu der Zeit. Und es war aber so die übliche Routineuntersuchung und wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und auch da war es sehr speziell, weil wir dann im Warteraum saßen und ich habe kurz bevor der Professor rauskam, war ich irgendwie wahnsinnig nervös. So, und bin aufgestanden, auf und abgelaufen. Eine Zwischenfrage. Ja, warst du bei jeder Routineuntersuchung dabei? Gar nicht. Bei dieser einzigen. Nur bei dieser einen. Das war damals im November 2019. Und dann bin ich auf und abgelaufen, war nervös und habe irgendwie so eine innere Unruhe gespürt. Und ich weiß noch, dass mein Papa mich fragte damals, was ist los mit dir? Und ich sagte so, ich wollte ihm das natürlich nicht sagen. Ne? Ich habe dann gesagt so, nix, ich bin einfach nur ein bisschen... muss mir einfach nur die Füße vertreten. Und ich hatte aber schon wieder so ein Gefühl. So, und ich habe dann sofort, der Professor kam aus dem Zimmer, ich habe ihm in die Augen geschaut und ich wusste schon, okay, das ist es jetzt. Da ist es jetzt wieder da. Und dann sind wir in den Raum, in seinem Besprechungszimmer und er hat gesagt, ja, Herr Will, ich habe leider keine guten Nachrichten. Die Leukämie ist zurück. Ich weiß noch, die Reaktion meines Vaters war damals so... Das Erste, was er gesagt hat, ist so, Gott, wie soll ich das der Mami erzählen? Mhm. Weil er natürlich auch wusste, wie sorgenvoll meine Mutter auch war in dieser Zeit und wie sie auch das belastet hat. Und dann gab es aber schon wieder vom Professor aus, gab es schon wieder sofort Lösungsansätze. Nicht? Das ist dann so, wie die Ärzte dann sind. Die haben gesagt, kein Grund zu verzagen jetzt. Wir haben neue Therapieformen, es gibt neue Formen von Chemotherapien, die nicht mehr so hart sind wie die erste. Das machen wir jetzt. Es gab damals auch eine Tablette, die gerade in Entwicklung war in den USA, die dann sozusagen als zweite Option gegolten hätte, wenn diese Chemos nicht mehr funktionieren. Und dann waren wir eigentlich alle schon so ein bisschen wieder in diesem Modus, okay, wir schaffen das. Wir haben es jetzt einmal geschafft, wir schaffen es auch zweimal. Und dann sind wir aber, haben das meiner Mutter erzählt, die war natürlich dann bestürzt. Und dann hat das aber sehr schnell angefangen, muss man sagen. Papa war dann zu Hause und dann ging es aber sehr schnell los mit sehr häufiges Nasenbluten, Fieber, Erkältungssymptome wieder. Und er hat sich gesträubt die ganze Zeit, er lag dann auch viel im Bett zu Hause, gesträubt ins Krankenhaus zu gehen. Und bis es dann aber so weit war, dass es ihm einfach so schlecht ging, dass ich dann gesagt habe, so, Papst, du musst jetzt ins Krankenhaus, weil dir geht's einfach nicht gut. Und du musst dir jetzt helfen lassen. Und dann ist er ins Krankenhaus, die haben ihn sofort auch da behalten, logisch. Und von da an ging es dann wirklich sehr schnell. Also so der Prozess von dieser zweiten Diagnose bis zum Tod waren dann, glaube ich, 3 Monate. Das war dann echt sehr schnell. Gerade am Ende war es sehr schnell. Und in diesem Prozess, du hast eben, ich möchte einmal kurz zurückkommen, die Reaktion deines Vaters nach der Diagnose, sofort an die Mutter zu denken. Ja. Wie war das bei dir? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, also ich habe in dem Moment, meine erste Reaktion, soweit ich mich erinnern kann, war in dem Zimmer noch, oh Gott, oh nein. Mhm. Das war auch schon wieder so ein Gefühl, irgendwie... jetzt das ganze Programm nochmal, so, wieder diese Tortur, wieder das irgendwie mitzukriegen mit meinem Papa. Er muss wieder da durch, wir als Familie müssen da jetzt nochmal durch. Und da kam dann schon so in dem zweiten Moment dann schon auch echt Verlustängste hoch. Absolut, ja. Falls es für dich jetzt okay ist, also du kannst total auch jederzeit sagen, ja, nee, möchtest du jetzt nicht so gerne drüber sprechen? Ich würde gerne mal einmal fragen, wie es am Tag des Todes war. Mhm. Wo wart ihr, was ist vor sich gegangen und was ist durch deinen Kopf und dein Herz gegangen? Also ich rede sehr gerne mit dir darüber, auf jeden Fall. Ich kann da auch mittlerweile offen drüber sprechen, weil ich schon auch diesen Prozess jetzt durchgemacht habe der Verarbeitung. Ich stecke schon auch teilweise noch auch drin. So, ich glaube, sowas braucht auch Zeit. Mhm. Aber ich kann darüber sprechen und es war auch eine sehr besondere Situation damals eigentlich, weil er war, wie gesagt, im Krankenhaus und ich war in Zürich und es war ein Freitag. Und ich war zu dieser Zeit schon sehr lange in Zürich, auch ununterbrochen dort und habe mir freitags morgens
war ich im Krankenhaus bei ihm und habe über einen Freund noch mit einem Freund telefoniert, der meinte, hey, komm doch mal nach Berlin, wir gehen heute Abend zum Fußball und komm uns nicht besuchen, machen wir uns ein schönes Wochenende. So, und meinem Vater ging es zwar damals schlecht, aber es war nie der Moment für uns, dass wir gedacht haben, okay, das geht jetzt irgendwie schnell vorbei, sondern das Gefühl hatte ich damals nicht. Und ich habe ihn dann vormittags habe ich ihn gefragt und sagte, Papsch, ist okay, wenn ich übers Wochenende nach Berlin fliege, würde gerne zum Fußball gehen, Freund treffen. Ja klar, flieg, logisch. Und ich weiß noch, dass ich mich verabschiedet habe und seine letzten Worte waren, mach's gut, mein Herz. Das war so, das waren wirklich so diese drei letzten Worte. Und ich bin dann in den Flieger gestiegen, bin abends zum Spiel. Es war ein Freitagabendspiel. Hertha Schalke. Und saß dann im Stadion und kurz vor Ende des Spiels rief meine Mom an und sagte, der Professor rief gerade an und sagte, ich soll mal besser in die Klinik kommen. Und ich meine, da wurde mir natürlich schon klar, was das jetzt bedeutet, so in dem Sinne auf jeden Fall. Und ich bin dann aufgestanden, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ich habe dann, weil in dem Moment bist du erstmal so, kommst wieder so in diesen Schock. In diesen Anspannungs-, genau, Schockmodus. Bin aufgestanden und habe zu meinem Kumpel gesagt, du, ich habe jetzt irgendwie gerade keinen Kopf mehr für Fußball, ich muss mal raus. Bin aufgestanden, bin raus, habe mich in die S-Bahn gesetzt und bin im Bahnhof Friedrichstraße ausgestiegen. Und bin dann in Richtung Unter den Linden gelaufen und in dem Moment rief meine Mom an und war dann mittlerweile auch im Krankenhaus angekommen, saß am Bett meines Vaters und war natürlich aufgelöst und sagte, der Papi liegt im Sterben. Und dann war das natürlich ein Moment, also ich wollte von meiner Mutter in dem Moment dann natürlich stark sein, dann da jetzt auch nicht in Emotionen ausbrechen, aber es war ein krasser Moment, weil ich dann natürlich gesagt habe, okay, Mom, bleib stark, ich versuche so schnell wie möglich nach Zürich zu kommen. Hab dann aufgelegt, im Hintergrund, ich weiß es noch, spielte ein Straßenmusiker, der spielte irgendwie das Lied Let It Be, also nee, richtig krass, ernsthaft? Richtig krass. Und ich bin dann einfach die ganze Nacht durch Berlin gelaufen, weil ich einfach überlegt habe, so jetzt ins Auto setzen in dem Zustand, bist du morgen, fährst du jetzt 7-8 Stunden, bist du morgen früh in Zürich, macht keinen Sinn, Flieger zu nehmen, ist es jetzt zu spät, gibt keinen mehr, also nehme ich den ersten Flug und fliege nach Zürich. Und dann bin ich einfach die ganze Nacht, wirklich die ganze Nacht durch Berlin gelaufen und habe einfach, weil ich natürlich rastlos irgendwie war, ich wusste auch nicht, wohin mit mir. Ich dachte jetzt, damals im Hotel gewohnt, ich dachte jetzt, mich ins Hotelzimmer zu setzen, unmöglich. Welche Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen während des Spaziergangs? Also ich meine, das war ein langer... Boah, tausende. Ich habe dann auch teilweise auch mit Leuten telefoniert und musste das dann irgendwie auch rauslassen. Und dann auch gesagt, so mein Papa liegt jetzt im Sterben und ich bin in Berlin. Und mein erster Gedanke war eigentlich so, wie komme ich jetzt nach Zürich? Das war so das, was als erstes in meinen Kopf schoss. Wie kann ich jetzt bei meiner Mutter sein? Und natürlich auch diese Gedanken zu haben, ausgerechnet jetzt fliegst du einmal in den letzten Wochen jetzt nach Berlin und jetzt passiert das. Und dann, dann bin ich morgens in den Flieger, war natürlich dann auch hab natürlich mit Mama dann in der Nacht dann auch noch ein paar Mal telefoniert, weil sie saß am Bett und er war dann schon so in diesem Prozess, zwar noch geatmet und zwar noch am Leben, aber schon nicht mehr ansprechbar. Also das war so die Situation. Und ich habe dann morgens den ersten Flug nach Zürich genommen und bin in Zürich angekommen, habe das Handy angemacht und dann schrieb Mama nur, er hat es geschafft. Und dann bin ich ins Krankenhaus, ins Zimmer, er lag dann dort, meine Mutter saß am Bett, waren Freunde auch noch da. Krasse Situation einfach. Es war so eine Situation, in dem alles so ein Stück weit irgendwie wie so ein Film an dir vorbeiläuft. Das ist einfach so in so einem Überlebensmodus. Hast du in dem Moment, hast du dir Vorwürfe gemacht, dass du geflogen bist? Nee, komischerweise zu keiner Sekunde. Ich habe sogar eher anders gesehen. Ich habe sogar eher gesagt, es hat so sollen sein. Weil ich, also ich hatte immer ein wahnsinnig gutes Verhältnis zu meinem Vater und es gab auch nichts, was so die Situation, dass du
deinem Vater noch irgendwas am Sterbebett sagen möchtest. Ah, das hattest du nicht. Und das gab es nicht bei uns, sondern das war eigentlich, wir hatten nie irgendwie ein großes Problem. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander. Mhm. Und ich habe es eher für mich so gesehen, dass ich sagte, eigentlich bin ich ganz froh für mich persönlich. Ich war ein bisschen traurig ein bisschen traurig, dass ich meiner Mutter in dieser Zeit nicht beistehen konnte, dass die da allein an dem Bett saß die Nacht. Das fand ich sehr schade. Aber ich habe für mich selbst persönlich gedacht, vielleicht war das ganz gut sogar, dass ich das nicht mitgekriegt habe, so. Sondern dann eben den Moment hatte, als ich dann ins Zimmer kam, meine Mutter da war und ich dann auch nochmal den Moment fand, mich dann von meinem Vater zu verabschieden auch. Wie waren denn dann die ersten Tage und Wochen? Ich stelle mir vor, wenn man seinen Vater verliert in einem noch relativ jungen Alter, dass es natürlich eine unglaublich große Herausforderung ist. Wie bist du mit diesen Tagen umgegangen? Hast du für dich versucht, eine Routine zu entwickeln, dass du sagst, das und das und das mache ich, um mich so ein bisschen abzulenken? Ja. Bist du in so eine Art Survival-Mode gekommen oder hast du dann wirklich auch deinen Emotionen freien Lauf gelassen? Das würde mich interessieren. Ich glaube, ich war eine einzige Routine. Also mein ganzer Tagesablauf war eine einzige Routine danach. Es war so ein bisschen so, wie ich gerade sagte, man fängt an, in so einen Überlebensmodus zu schalten, dass man das auch gar nicht so, in dem Moment noch gar nicht so richtig versteht, was da gerade jetzt passiert ist und was da jetzt auch so auf einen zukommt mit Trauerfeier und dann gibt es ja auch so Sachen zu regeln. Du musst die Beerdigung organisieren, du musst auf die Ämter gehen, du musst solche Geschichten machen, du musst zu Banken. Das macht man dann irgendwie so in so einem Tunnel. Und sonst habe ich wirklich diese Zeit versucht. Ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht, dann auf einmal. Wirklich wahnsinnig viel Sport. Ich habe angefangen, mir wirklich mehrere Rituale, die ich dann habe, anzueignen. Dazu gehörte dann Sport, dazu gehörte aber auch so diese Intuition auch wieder, mir jemanden zu suchen, mit dem ich das spirituell verarbeite. Das habe ich auch sofort gemacht. Also da verstrich gar keine Zeit, sondern ich habe mir sofort jemanden gesucht. Das hat mir auch unfassbar geholfen. Ich habe viel meditiert dadurch dann. Ich habe viel Atemübungen gemacht. Ich habe angefangen, mich wahnsinnig gesund zu ernähren. Das waren so meine Rituale und meine Wege, damit umzugehen. Aber hast du auch mal so eine Zeit gehabt, wo du für dich auch getrauert hast? Weil das klingt jetzt alles sehr nach Plan und sehr konstruiert, was ja auch vielleicht gut ist. Ja. Um gleich wieder so eine Lösung zu finden mit deiner spirituellen Beraterin, meditieren. Ja. Hast du auch mal das Gefühl gehabt, jetzt gibst du dem Justus in dir drin, mal auch mal wirklich die Zeit auch mal richtig loszulassen? Also du hast recht, es klingt so ein Stück weit konstruiert, war es aber nicht, sondern es war immer sehr intuitionsgeleitet. Es war einfach, ich habe mir nicht diesen Plan gemacht und gesagt, ich muss mir jetzt diese Pläne machen und muss das jetzt so machen, sondern das kam irgendwie intrinsisch von mir, dass ich das jetzt mache. Deine Frage ist aber völlig berechtigt. So, ich glaube, ich habe in dieser Phase so ein bisschen den Moment vergessen zu trauern oder den Moment auch vielleicht auch so ein bisschen Probleme gehabt, das wirklich zuzulassen, weil ich natürlich stark sein wollte für meine Mama, weil sich natürlich auch Rollen verändern auf einmal. So, ich habe natürlich auch auf einmal eine ganz andere Verantwortung gehabt, auch innerhalb der Familie. Und ich habe dann viel später eigentlich gemerkt, und das ist noch gar nicht so lange her, dass ich da noch Themen habe, die ich bearbeiten muss und die mir auch zusetzen und die mich auch sozusagen emotional auch belasten. Und wo ich dann schon gemerkt habe, es wäre gut gewesen. Also ich habe getrauert, ich habe wahnsinnig viel getrauert, aber ich habe eher für mich getrauert sozusagen, mit mir und habe das nicht so wahnsinnig nach außen getragen. Aber ich hätte, glaube ich, in dem Moment Emotionen noch mehr Lauf oder freien Lauf geben müssen. Wenn man durch so eine Zeit geht, wie nimmt man das andere Leben drumherum eigentlich wahr? Wie war es für dich auch mit der Berufswahl? Du warst ja dann auch da noch in deiner Agentur, hattest du zumindest vorhin gesagt. Ja. Welche Rolle hat der Job für dich gespielt? Der spielte keine so eine große Rolle, aber es war so, dass ich damals noch die Möglichkeit hatte,
das auch so ein Stück weit damit zu verarbeiten, weil ich einfach wahnsinnig viel gereist bin in der Zeit. Und ich bin dann, ich hatte die Möglichkeit dann in dem Job in der Schweiz sehr viel in Südamerika zu sein, wirklich viel zu sehen und da auch viel, sehr, sehr viel Leid auch zu sehen. So, gerade in Südamerika, wenn du so in diese Fußballbranche eintauchst, auch zu sehen, wie anders das ist, als es hier ist. Wie auch das Leben, nicht? Also diese Fußballer, diese jungen Spieler, unter welchen Umständen die leben, was da, was die bereit sein müssen zu opfern, um das dort zu schaffen, was, ja, unter welchen Umständen sie auch aufwachsen. Es gab so eine Geschichte, dass ich mit einem in Buenos Aires war und mit einem jungen Spieler zusammengesessen habe, und der kam mit seinem Onkel und mit seiner Tante und ich fragte, wo sind denn deine Eltern? Er sagte, sie sind beide letzte Woche ermordet worden. Und er saß da und ich dachte so, was? Und das waren so Momente, die mir immer wieder dann auch vor Augen geführt haben, das, was dir passiert ist, ist schlimm. Und das, da hat ja jeder auch seine eigene Geschichte. Aber ich wollte nie so in diese Opferrolle kommen, weil ich dachte so, es gibt Menschen, die haben es viel schwerer und viel schwieriger, als du hattest im Leben. Bevor wir gleich auf das nächste Thema kommen, und zwar auf dein Restaurant, ja, auf dein neues Leben, nochmal abschließend, vielleicht auch relativ kurz gefasst, ja, was würdest du Menschen raten aus deinen eigenen Erfahrungen, gerade im Bezug auf die Familie? Es gibt Menschen, die haben einen sehr guten Draht zur Familie, es gibt Menschen, die haben eine toxische Verbindung mit ihren Eltern oder mit ihren Geschwistern. Ja. Welchen Ratschlag würdest du geben? Viel zu kommunizieren. Wirklich viel, viel über die Dinge zu sprechen, die einen bedrücken. Gerade mit den Menschen, die man liebt und denen man vertraut. Und der zweite Ratschlag wäre, der glaube ich aber dann auch automatisch ist, ich würde raten, die Dinge, die einem so täglich gerade so in unserer schönen und guten Welt ja eigentlich so, wir haben es ja alle extrem gut im Vergleich zu vielen anderen, dass man das immer wieder auch in Relation setzt und sich auch immer wieder vor Augen führt, dass es Dinge gibt, die uns passieren, schlimme Dinge, die gehören aber zum Leben dazu. Und es gibt in allererster Linie viel mehr Gründe für uns, dankbar zu sein und glücklich zu sein für das, was wir haben. Kommen wir wieder zurück auf Let It Be, ne? Den Song, der gespielt wurde, als du durch Berlin gegangen bist. Ja. Justus, vielen Dank erstmal dafür, für diese intimen Einblicke. Sehr gerne. Ich finde es auch mal wichtig, also deswegen mache ich auch diesen Podcast, unterschiedliche Erfahrungen oder von unterschiedlichen Erfahrungen zu hören, um Menschen eben auch vielleicht in gewissen Situationen des Lebens auch Hilfestellung zu geben. Ja. Deswegen vielen Dank dafür. Sehr gerne. Du warst Spielerberater, warst in einem wirklich extremen Berufsfeld unterwegs, so wie auch ich, über ganz, ganz viele Jahre, hast dich dann entschieden, einen neuen Weg zu gehen. Wir sitzen heute in deinem Restaurant und ich bin zweimal mittlerweile schon zu Gast gewesen im Aerde in Berlin-Kreuzberg oder Schöneberg. Das haben wir eben auch schon gelernt, dass es da noch gewisse Ansichten gibt, wo es sich genau befindet. Erzähl mal ganz kurz, wie bist du überhaupt in dieses Geschäft gekommen? Weil die Gastronomie, zumindest aus meiner Sicht, ist jetzt keine einfache, gerade auch in dieser Stadt in Berlin. Ganz und gar nicht. Nee. Sehr, sehr schwierig. Dein Vater ist, glaube ich, Hobbykoch gewesen, ist das korrekt? Ja, mein Vater hatte auch ein Restaurant mal. Ah, okay, der hatte sogar ein Restaurant. Das war aber, der hat das nicht so professionell betrieben, wie wir das tun oder wie wir das versuchen zu tun. Sondern mein Vater hatte damals ein kleines Restaurant und ich bin sozusagen aufgewachsen mit einer Großmutter, die Hauswirtschaftslehrerin war, die für mich jeden Tag gekocht hat. Essen spielte immer eine wahnsinnig große Rolle bei uns in der Familie, wirklich für uns alle. Mhm. Wir haben Urlaube danach ausgesucht, wo können wir gut essen. Okay. Und natürlich hat Papa auch sehr, sehr viel selbst gekocht. Und es war aber für mich nie wirklich Thema. So, das war nie, ich mache irgendwann mal ein Restaurant auf. Irgendwann, und das ist auch seltsam, weil irgendwann vor ein paar Jahren habe ich auch schon mal so eine Visualisierung gehabt irgendwie für mich, dass ich dachte, irgendwann habe ich mal ein Restaurant in Berlin. Da habe ich aber mit Berlin noch gar nichts im Hut gehabt. Um so ein bisschen auch die Legacy deines Vaters weiterzuführen? Ja. Weiß ich nicht. Es kam, ich weiß nicht, wo es herkam. Es kam einfach. Und ich habe dann hatte diese Idee, habe dieses Bild gehabt von einem Restaurant, komischerweise ein Restaurant auf der Torstraße. Warum auch immer. Mit Berlin damals nie irgendwas zu tun gehabt. Mhm. Und die Ideen haben auch immer wieder verworfen, immer wieder beiseite gelegt. Und ich glaube, es war dann am Ende
eine Mischung aus dem Tod meines Vaters, der Situation, in der ich war, wo ich mich natürlich auch gefragt habe, dann, du hinterfragst viel, nicht? Man macht das dann so und überlegt sich, ist eigentlich das, was ich gerade mache, das, was ich mein Leben lang machen möchte? Und dann bin ich relativ schnell zu der Antwort gekommen, auf gar keinen Fall. Und dann... Eine Frage, kann es sein, dass gerade Zwiebeln gekocht werden? Ja, du hast... Meine Augen drehen, das ist Wahnsinn. Sollen wir dir eine Brille aufsetzen? Also man muss dazu sagen, die Küche ist eine Etage drüber. Nein, also ich spüre aber auch schon so ein leichtes Brennen in den Augen. Wahnsinn. Ich dachte schon so, okay. Aber ganz kurz, Justus, sorry, ich bin kurz raus gewesen. Macht nichts. Du warst... Also wie bist du vorgegangen? Du hattest das Gefühl, okay, eventuell du wirst mal irgendwann ein Restaurant haben, aber es ist ja, du hattest jetzt wirklich keine wirkliche Kochausbildung. Du hattest vielleicht diesen Gedanken. Wie bist du vorgegangen? Hast du deinen alten Job gekündigt? Bist losgezogen? Was waren da die ersten Schritte? Ja, ich habe damals das Glück gehabt, dass ich in dem alten Job, wo ich in der Schweiz gearbeitet habe, die haben mir die Möglichkeit gegeben, weiter für die Firma zu arbeiten, aber schon in Berlin zu wohnen. Mhm. Also bin ich nach Berlin gezogen und lustig war, dass einer dieser Rituale, die ich mir damals angeeignet habe, in dieser Zeit während der Krankheit meines Vaters war, ich bin jeden Morgen, egal wo ich war, ob in Südamerika, in Berlin, in Zürich, jeden Morgen aufgestanden und habe mir irgendwo einen Laden gesucht, wo ich einen grünen Saft trinken konnte. Okay. Und da bin ich relativ schnell so darauf gekommen, dachte so, oh Mensch, grüner Saft. So ich war dann so in dieser Szene so ein bisschen irgendwie, so diese Gesundheits-Health-Geschichte und dachte so, das kannst du besser. Und hab dann angefangen und so haben wir auch angefangen zu planen. Boah, Wahnsinn. Bist du da so empfindlich für anscheinend, ne? Scheinbar. Wahnsinn. Also ich koche nicht, deswegen keine Ahnung. Aber ist schon krass. Sorry. Ich wollte dich nicht zum Meinen bringen. Hast du geschafft. jetzt habe ich einen Faden verloren. Jetzt müssen wir nochmal auf die Sprünge. Grüne Säfte. Und dann dachte ich, das geht besser. Und haben wir, und so ging das los. Es hatte schon, haben wir angefangen, das Konzept zu planen für eine Saftbar in Berlin. Eine Saftbar nur mit regionalem Obst und Gemüse. Und dann sind wir auf den Namen Erde gekommen. Ich hatte zum Glück ein paar tolle Leute, die mir dabei geholfen haben, auch dieses Konzept, die Marke zu kreieren und dann auch irgendwie umzusetzen und haben das geplant und ich bin aber relativ schnell, dann habe ich gemerkt, so was mache ich eigentlich in der Saftbar? Was wird da eigentlich meine Rolle sein? Und dann war so der nächste Schritt, okay, wir machen keine Saftbar, wir machen ein Lunch-Restaurant in Berlin-Mitte. Auch so immer so ein bisschen so aus eigenen Motiven, weil ich oftmals durch die Stadt gelaufen bin und mittags dachte so, was kann ich jetzt eigentlich essen? Aber du sprichst über wir. Hattest du da schon ein kleines Team zusammen? Ja, ich hatte Menschen, die aber auch so, woher sie kamen, ich weiß es gar nicht. Das war so auch so häufig passiert in dieser Zeit, dass mir einfach Menschen begegnet sind, genau in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, als ich sie gebraucht habe. Mhm. Das war toll. Und die, wie gesagt, wir haben das dann angefangen zu planen. Lunch-Restaurant. Und dann dachte ich aber für mich, Mensch, wenn schon, dann machen wir das jetzt richtig. Und dann kam so diese Idee, okay, wir machen ein richtiges Restaurant draus. Und so fing das an. Aber du hast zu der Zeit noch keine Kochausbildung gehabt, ne? Nee, ich habe immer noch keine. Okay, aber das ist jetzt auch ein Thema, also, was mich total interessiert, ein Restaurant aufzumachen, ohne wirklich das Handwerk gelernt zu haben. Ja. Wie waren da überhaupt deine Gedanken, dass es überhaupt möglich ist? Also ich kann dir sagen, das war ein Kampf. Das war damals also ein Kampf auch mit mir selber. So, weil ich habe gemerkt, ich habe da Bock drauf. Das ist so mein Weg, den ich jetzt gehen möchte. Aber ich habe natürlich auch Ansprüche gehabt. Und ich habe schon gemerkt, so, ich laufe diesen Ansprüchen permanent hinterher. Also ein Restaurant aufzumachen, ohne Kochausbildung, ohne große Vorerfahrung, da hat jeder auch... Damals meinte jeder so, das würde ich mir nochmal überlegen. Wohl wissen, so, wie viele Gastronomien auch schließen. Genau, ne? Das ist ja, genau so ist es auch. Und mich hat das wirklich damals, so mich hat das damals sehr, auch teilweise an den Rande meiner Grenzen gebracht. Wirklich so diese Phase, ich will das jetzt, aber ich schaff's irgendwie nicht, weil ich nicht weiß, wie. So weit, dass mir so Dinge kamen wie so Panikattacken, solche Geschichten, nicht? So, weil ich mich wirklich dann so in diesen Gedanken verloren habe, wie mache ich das jetzt, wie funktioniert das jetzt. Das war schon auch echt hart, das war echt eine harte Zeit für mich persönlich.
Bis ich irgendwann zu einem, ich war zweimal, ich habe mit meiner Mutter dann darüber gesprochen und bin sogar zweimal dann auch zum Psychologen und habe mich mit ihm hingesetzt, weil ich sowas wie Panikattacken, ich kannte sowas vorher nicht. Das hat mich schon so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich irgendwie ernsthafter krank wäre sozusagen auch. Und der hat mir damals, ich bin damals zu einem Psychologen und er sagte so, Herr Will, ich gebe Ihnen mal 3 Rezepte mit auf den Weg, wie Sie das lösen. Und er sagte, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Suchen Sie sich ein Praktikum und lernen das ganze Ding von der Pike auf. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich in Ihrem Alter, aber machen Sie das. Und dann habe ich das gemacht. Und dann bin ich hier im Praktikumsplatz besorgt im Cordo. Das ist ein Restaurant in Berlin-Mitte, auch ein tolles Restaurant mit tollen Menschen, wo ich Igor kennengelernt habe. Igor ist jetzt unser Küchenchef. Und habe da 8 Wochen gearbeitet. Und es war am Anfang, ich habe nichts kapiert, gar nichts. Ich kam da oben in die Küche und war hilflos, mehr oder weniger. Und hatte dann aber während dieser Zeit so einmal diesen Moment, als ich nach Hause fuhr und gemerkt habe, okay, ich lerne jetzt und ich fange an zu verstehen, wie das alles funktioniert. Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Das war so ein bisschen so dieser eine Moment. Und dann war ich noch mal ein paar Tage oder beziehungsweise ein paar Wochen im Rutz, habe da noch mal reingeschaut. Da habe ich dann auch jemanden kennengelernt, der jetzt auch lustigerweise nächste Woche bei uns anfängt. Hier scheinen ja einige Dinge auch zuzufliegen, was du ja auch gerade kurz angedeutet hast, genauso auch wie diese Location. Ja. Du sagtest zu mir mal, du bist hier vorbeigegangen, hast hier reingeschaut und gesagt, das ist die Location, die ich für mein Restaurant brauche. Ja, also es ist so ein bisschen so, ich glaube, dass, das habe ich zumindest zurückblickend gemerkt, ist, dass wenn du auf dem richtigen Weg bist, für dich auch, und wenn du dann auch selber das Gefühl hast, dass das jetzt der Weg ist, dann bist du, dann fliegen dir teilweise Sachen auch zu. Und dann kommen die Menschen, die Begegnungen, die du gerade in dem Moment, wie ich vorhin sagte, brauchst, die kommen dann und die hast du dann. Und genau, und so war es auch mit dem Restaurant. Ich bin hier ein paar Mal dran vorbeigelaufen und fand den Ort einfach wunderschön. Vor allen Dingen auch, weil wir das Konzept geplant haben mit einer Leitfarbe, die genau in der Farbe des Hauses und des Restaurants ist. Und dann, ging das relativ schnell. Dann, ich kann mich noch an unser Telefonat erinnern. Ich glaube, ich habe dich sogar angerufen. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja. Und dann haben wir kurz gesprochen, dann hast du zu mir gesagt, komm doch mal in meinem Restaurant vorbei. Ja. Ich so, wie in deinem Restaurant? Ja, ich habe ein Restaurant. Oh, okay, wo hast du das denn? Ja, in Berlin. Ja. Okay, komm ich vorbei. So, dann bin ich hierher gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ich muss sagen, ich war begeistert. Wir sprechen gleich auch nochmal darüber, was euch so besonders macht. Ja. Aber ich habe dir 2 Fragen gestellt. Zum einen, ich hätte gerne ein Wasser mit einer Scheibe Zitrone. Ja. Da hast du gesagt, das gibt's ja nicht. Okay, und nach dem Essen hätte ich gerne Espresso. Gibt's ja auch nicht. Gibt's ja auch nicht. Da warst du schon mal bedient, ne? Da war ich bedient, wollte gleich schon wieder gehen. Erzähl mal ein bisschen von eurem Konzept und auch kläre mal auf, warum es diese Dinge bei euch nicht gibt. Also wir haben ein regionales, saisonales Konzept. Das ist jetzt gar nicht so was besonders Neues, weil es gibt es auch in Berlin gibt es das schon ein paar Mal. Das war jetzt nicht so der USP, dass ich mir gedacht habe, so wie ich mache das jetzt, weil ich irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal hatte oder haben möchte, sondern ich habe das entschieden, weil ich auf dem Weg dorthin, bis ich dieses Restaurant aufgemacht habe, war ich ja auf dem Kollwitzmarkt und habe da schon Suppen gekocht. Und das war ja auch so ein Teil dieses Prozesses und habe aber auf diesem Weg Menschen kennengelernt, Produzentinnen kennengelernt, die hier so im Berliner und Brandenburger Umkreis arbeiten. Und habe gemerkt, was die für eine Wahnsinnsarbeit leisten, was das für tolle Menschen sind. Und ich wollte denen eigentlich eine Plattform geben, mit meinem Restaurant zu sagen, okay, wir können eigentlich gar nicht ohne euch sein. Wir haben eigentlich gar keine Daseinsberechtigung ohne euch, weil ihr uns die Produkte liefert, die wir am Ende verarbeiten. Und deswegen will ich euch sozusagen auch damit ein Stück weit in den Fokus stellen, indem wir wirklich sagen, wir kochen regional, saisonal. Aber wenn ich dann sowas mache, dann halt auch richtig. Also wir haben, ich habe gesagt, es bringt nichts, wenn wir sagen, wir kochen regional und saisonal, aber haben dann Zitrone, Kaffee und Pfeffer im Restaurant. Weil dann muss ich mir das nicht auf die Fahne schreiben, dass wir besonders regional sind. Sondern dann, wenn schon, dann schon. Aber auch so, wie vieles in deinem Leben Prozess war, dann scheinbar auch euer Purpose, euer Why
auch ein Prozess, der total auf dem Kollwitzplatz begonnen hat, übrigens total auch in Berlin-Prenzlauer Berg. Ja. Und dort hat sich dann die Idee entwickelt, was und wie ihr kocht. Ja, ich glaube, genau wie du so richtig sagst, ist natürlich ein Prozess. Also mir war schon von Anfang an klar, dass ich diese Vision habe und dass ich genau weiß, was ich will. Aber dass mir natürlich, und das ist auch übrigens heute noch so, natürlich das Handwerk fehlt, um das umzusetzen. Also ich habe ein wahnsinnig tolles Team, die sozusagen mit mir zusammen meine Vision leben. Aber ich alleine könnte das nie machen. Also wenn dein Team jetzt weg wäre, dann müsstest du wahrscheinlich dann zumachen. Dann würde ich hier zumachen. Ja. Genau. Ja. Also ich kann an dieser Stelle auch ganz klar sagen, das Essen, ich war wirklich sehr positiv überrascht. Wir probieren gleich mal ein bisschen was. Wir probieren jetzt gleich was. Ich denke, mal in den nächsten Minuten wird ein bisschen was kommen. Genau. Ganz kurz, bevor wir jetzt gleich dazu kommen, ich weiß gar nicht. Oh, bist du schon bereit? Hast du ja, schon? Ich bin ja, bereit. Ich bin ja, Wahnsinn, ey. Bin ich gespannt. Dann erzähl mal, was dann wir kann ich dir das haben. Genau, dann kann ich dir das ein bisschen anhand unserer. Okay. Danke, Levi. Kann man das sehen? Ich weiß nicht, ob man das. Haben wir so ja auch noch nicht gemacht. Welche Kamera halte ich denn das jetzt? Wobei, die ist, glaube ich, ganz gut, ne? Die Kamera. So, was sehen wir hier, Justus? Brot? Also wir haben hier, genau, Brot. Wir haben ein wunderschönes Sauerteigbrot. Das ist von unserer Bäckerei, einer tollen Bäckerei aus Berlin, Domberger. Ja. Und dazu haben wir ein Retatar. Ich habe deswegen diese zwei Gerichte ausgewählt, weil sie ganz gut beschreiben, was wir hier eigentlich machen. Also es sind klare Gerichte, sehr produktfokussiert. Trotzdem aber tief im Aroma und im Geschmack. Aber es ist mir von Anfang an sehr wichtig gewesen, dass wir so die Teller nicht so mit so wahnsinnig vielen Produkten überladen. Und jetzt auch hier kein steifes Fine-Dining-Restaurant werden, sondern bei uns wird gerne auch mit Löffel und Fingern gegessen. So. Okay. Also das Brot Finger, würde ich Finger, mit Fingern essen. Genau, Finger muss jetzt nicht sein beim Tatar und der Tomate, aber das Brot gerne. Und wir haben ein Retatar, das haben wir von unserem Jäger, der gleichzeitig auch unser Nachbar ist. Der schießt uns die Rehe. Und wir verarbeiten das dann. Und dann haben wir hier einen Tomatengang mit drei unterschiedlichen Tomaten. Fermentiert, konfiert und frische. Okay, da musst du mir immer gerade helfen. Ja. Fermentiert, ja, kann ich nachvollziehen. Was ist konfiert? Konfiert ist, ein Produkt bei einer bestimmten Temperatur, sozusagen bei niedriger Temperatur, länger gart. Okay, das ist Da könnte Mischa und Igor könnte wahrscheinlich noch mehr zu sagen, aber ich glaube, es sind bei 50 bis 60 Grad konfiert. So, nee, das sind die fermentierten Tomaten. Das sind die fermentierten und das hier ist dann das sind die konfierten Tomaten. Darf ich mal eine probieren? Ja, selbstverständlich. Aber ganz kurz, also nur als Tipp, bei uns sind viele Gerichte so konzipiert, dass man sie mit einem Löffel essen sollte, damit du nicht nur so die konfierte Tomate auf den Teller kriegst, sondern eigentlich alles. Mit dem Sud und den Kapern noch zusammen. Den Holunderbeerkapern. Also auch alle unterschiedlichen Tomaten jetzt direkt. Ja, weil da sind auch nicht nur Tomaten dabei, sondern auch fermentierte Kirschpflaumen. Ach du liebe Zeit. Ja, ach du liebe Zeit. Wir nehmen dir auch einen Löffel. Okay. So, einmal probieren. Ja. Ich muss dazu sagen, der Tomatensalat, wenn ich mal koche, schmeckt bei mir anders. Schmeckt der besser oder schlechter? Bei weitem nicht so gut wie dieser hier. das ist schon extrem gut. Ne? Und was ich unfassbar finde, das ist ja wirklich ein sehr einfaches Gericht, was man mit einem einfachen Gericht oder aus einem einfachen Gericht machen kann. Genau, und so wollen wir auch kochen. Also genau immer nur zwei, drei Produkte auf dem Teller. Und die versuchen durch noch ein weiteres in den Vordergrund zu heben. Wo sind jetzt zum Beispiel die Tomaten her? Die Tomaten haben wir also ein bisschen von unterschiedlichen Produzenten, weil wir ein bisschen natürlich auch mal mit Qualität und Geschmack müssen natürlich schauen. Wir kriegen sie aber in der Regel von den Tiny Farms. Okay. Die auch ganz tolle Geschichten machen in Brandenburg. Wie lange hat das für euch gedauert, euch so ein Netzwerk aufzubauen? Weil es ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach, überall wirklich auch die Standards, die Qualität, die Nachhaltigkeit zu finden. Mhm. War das etwas, was relativ schnell ging, oder war das auch wieder ein Prozess, der ein bisschen gedauert hat? Es war auch ein Prozess. Also es ist so, dass wir natürlich wirklich besser werden, glaube ich, auch von Tag zu Tag, auch in der Hinsicht. Es gibt zum Glück aber in Berlin so ein großes ich würde mal sagen, so ein Dach, wo viele Produzentinnen darunter organisiert sind. Das nennt sich die Plattform.
die in der Markthalle 9 hauptsächlich sitzen und die schon so ein paar wirklich regionale Betriebe so unter ihrem Dach vereinen. So sind wir alle anfangs reingekommen, haben dann Leute kennengelernt. Und dann ist es natürlich im Laufe der Zeit und es ist auch immer noch so unser Ziel, dass wir noch viel mehr und noch viel direkter mit einzelnen Bauern oder Bäuerinnen oder Produzentinnen wirklich im Austausch sind. Das machen wir schon sehr gut. Igor, Mischa und die Crew oben hat natürlich auch so ein Stück weit auch ein gewisses Netzwerk schon mitgebracht. Aber man merkt, dass das von Zeit zu Zeit besser wird. Warum ist denn Nachhaltigkeit so wichtig geworden in der Gastronomie? Wow, das hat es auch noch nicht gegeben. Mein Telefon ist an bei einem Podcast. Immer wieder neuer Fail. Das ist authentisch heute. Letztes Mal habe ich irgendwie eine Karaffe im Bild stehen lassen. Das ist authentisch heute. Super. Auf jeden Fall, entschuldige. Warum ist denn Nachhaltigkeit bei Produkten in der Gastronomie so wichtig? Also für mich war es, ich muss ehrlich gestehen, es ist jetzt nicht so, dass, du kennst mich ja ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass Leute, die mich noch besser kennen, dass sie sagen würden, der Justus, der lebt Nachhaltigkeit in all seinen Facetten oder in all ihren Facetten. Also ich versuche das schon zu machen, auch zu Hause darauf zu achten, aber überhaupt nicht in Perfektion. Für mich war es nur so, ich habe mir, das war ein Gedanke, dass ich sagte, wenn ich ein Restaurant aufmache, dann möchte ich nicht, dass ich ein Restaurant aufmache, was am Ende nur dafür steht, dass wir gutes Essen servieren, sondern für mich war wichtig, weil Essen so wichtig ist, weißt du? Also ich meine, Essen, Trinken, Atmen, das sind so die drei Sachen, die wahrscheinlich überlebenswichtig sind. Und ich finde, du kannst, gerade wir als Restaurant oder auch ich als Gastronom, wir haben schon auch eine Verantwortung, finde ich, uns auch so mit den aktuellen Herausforderungen unserer Zeit auch auseinanderzusetzen. Und man transportiert ja auch irgendwie eine Message mit dem, was wir hier ausdrücken wollen. Deswegen war es mir einfach wichtig, zu zeigen, und das ist eigentlich so, ich will gar nicht belehrend sein, ich will gar keinem erzählen, du musst jetzt so essen oder so oder vegetarisch sein oder deine Produkte nur aus Brandenburg beziehen. Mir war es eigentlich eher wichtig, den Leuten zu zeigen, was es für tolle Produkte gibt hier in unserem Umkreis, die wir so vielleicht gar nicht kennen und dass es gar nicht zwingend notwendig ist, dass wir so viele Dinge aus dem Ausland einfliegen, nur weil wir daran gewöhnt sind und weil wir das irgendwie als gar nicht anders kennen. Ich glaube, ich würde da total mitgehen. Das Einzige, worauf ich wahrscheinlich wirklich nicht verzichten könnte, ist der Espresso. Also das ist ein bisschen an der Grenze. Du kennst aber noch, wir haben sozusagen so einen Kaffeeersatz. Den habe ich aber noch nicht probiert. Den haben wir auch gerade nicht. Da. Ah, okay, dann passt es ja super. So, jetzt haben wir hier das Rehtatar. Genau. Was ist da noch mit drin? Also wir haben ein Rehtatar, das haben wir mit unserem... Wieder mit dem Löffel, ne? Würde ich vorschlagen. Genau, haben wir ein Rehtatar, haben wir mariniert in unserem Rindergarum. Okay. Die wir auch selber herstellen. Unsere Garums ist im Prinzip ein anderes Wort für Soße, aber auf die alte, traditionelle Art hergestellt. Also ohne chemische Zusätze, sondern auf natürlichem Wege. Und wir haben ein paar eingelegte Johannisbeeren, Schnittlauch, Schmand und ein orientalisches Zackenkraut, was sich sehr orientalisch anhört, was aber auch hier in Berlin wächst, was uns einer unserer tollen Produzenten, Martin, immer liefert. Also was mir sehr gut gefällt, neben dem Geschmacklichen, ist sind die unterschiedlichen Konsistenzen. Genau. Weich, hart, dann knackt es, dann explodiert mal irgendwas. Das sind die kleinen Kapern, die kleinen Kapern. Und da musst du natürlich auch irgendwie, haben wir so ein bisschen Knobi-Brot, ne? Kannst du das auch drauf schmieren? Also das riechen kann man ja zum Glück noch nicht im Podcast, ne? Genau. Und das macht man dann auch da drauf, oder was? Dann nimmst du das einfach so, ganz easy. Okay. Jetzt kommt das Schmatzen wahrscheinlich. Und jetzt wird richtig abgeschmatzt, genau. Zack. So, die Stille spricht zum einen für das Kauen, aber zum anderen auch dafür, dass es wirklich hervorragend schmeckt. Und ich bin ein leidenschaftlicher Esser, muss ich dazu sagen. Das ist toll. Und ich könnte jetzt hier weiter essen, aber wir müssen jetzt natürlich noch ein bisschen, noch ein, zwei Punkte besprechen. Vielen Dank erstmal dafür für die Probe. Sehr gerne. Wir sehen hier im Hintergrund sehr viele Gefäße. Ja. Und eins eurer Steckenpferde und auch eurer Visionen ist es, zu fermentieren. Genau. Gerade auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit und auch auf die aktuellen Produkte, die es zu einer bestimmten Jahreszeit eben nur gibt. Erklär mal ein bisschen vom Prinzip
Und genau, wie ihr das genau macht. Genau, also du sagst völlig richtig, es gibt für uns zwei Gründe, warum wir das machen. A, wir haben eigentlich nur Vorteile vom Fermentieren, weil es uns sozusagen nochmal so eine gewisse Breite in unserer Aromenwelt gibt. Und B, weil es natürlich total nachhaltig ist, weil wir im Prinzip, kannst du alles fermentieren am Ende des Tages. So, wir fermentieren auch viele unserer Küchenabschnitte oder Abfälle am Ende des Tages, also an Gemüse. Man kann zum Beispiel Gemüsereste, die man sonst irgendwie nicht verwenden würde, als Saft auspressen, den Saft fermentieren. Also praktisch kann man aus allem, was irgendwie so da oben abfällt, irgendwas machen, was natürlich ein nachhaltiger Aspekt ist, total. Grundsätzlich ist es so, bei der Fermentation gibt es, also das ist ein Thema für sich, da könnten wir jetzt nochmal eine Stunde drüber reden auf jeden Fall, aber es gibt so zwei Formen der Fermentation. Du hast einmal fermentierst du Proteine, tierische oder pflanzliche Proteine. Und dann machst du es mit einem, mit so einer kleinen Hilfe, die Enzyme spaltet. Dazu züchten wir einen Schimmelpilz auf einem Getreide, packen den zusammen mit Salz, Wasser und dem Getreide. Der heißt Koji, der Pilz. Und lassen das dann sozusagen mit dem tierischen oder pflanzlichen Protein fermentieren, über Monate teilweise, bis wir am Ende das Produkt haben. Mhm. Oder es gibt die Laktofermentation, da machst du es über Milchsäurebakterien und da fermentierst du einfach nur mit Wasser und Salz. Kann man zu Hause auch fermentieren? Also ist das einfach? Total, das ist total einfach. Also man glaubt es gar nicht. Es hört sich immer so wissenschaftlich an, aber es ist wirklich eine ganz alte, traditionelle Art und Weise, Essen zu behandeln. Und es ist total einfach. Also man kann sich wirklich ausprobieren. Kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Temperatur, Umgebungstemperatur habe ich, wie viel Salz, Prozent Salzgehalt nehme ich. Und das war es eigentlich schon. Und wenn man jetzt es ist super easy. Wenn man jetzt ein Produkt fermentiert hat, wie lange hält das dann? Das hält ewig, muss man wirklich sagen. Man muss natürlich aufpassen, weil der Fermentationsprozess ist ein bisschen schwer zu stoppen. Es fermentiert weiter. Mhm. Deswegen machen wir es eigentlich so, dass wir entweder die Sachen, wenn wir dann sagen, okay, die sind jetzt gut, das war's, packen wir die wirklich in die Kühlung, weil das sozusagen ein Stück weit hemmt. Mhm. Oder man kann das auch teilweise dann nochmal abkochen. Und dann ist es sozusagen wirklich ewig, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist wirklich sehr lange haltbar. Also hier im Restaurant Erde gibt es regionale Produkte. Man sollte sich nicht wundern, dass man keine Zitrone bekommt und auch kein Espresso. Dafür gibt es dann Alternativen. Genau. Geschmacklich hervorragend. Ich finde auch, dein Personal ist wirklich wunderbar, sehr aufmerksam und auch viel erklärend. Die sind, das muss ich nur ganz kurz sagen, weil wir jetzt auch gerade hier sind, die sind überragend. Also ohne mein Team wäre das hier alles gar nichts. Und das macht mich echt unglaublich glücklich, so, dass es tolle, tolle junge Menschen sind. Bevor wir jetzt gleich noch einmal zum Ende kommen, wo ich dir noch mal ein, zwei Fragen stellen werde. Gerne. Noch abschließend zum Restaurant. Du hast vorhin auch einmal das Wort experimentieren genannt. Ja. Du hattest mir mal erzählt, dass du in Brandenburg eine kleine Hütte irgendwo gemietet hast und dort experimentierst. Was genau machst du da? Also das ist so ein bisschen noch im Anfangsstadium, muss man sagen. Wir sind da, es ist ein kleiner Bungalow und der ist mitten im Wald in der Nähe von Balsaro. Und das dient im Moment so ein bisschen als unser Lager, als so ein bisschen unsere Fermentationskammer, so ein bisschen als Basis für uns als Team auch mal rauszugehen, uns mit den Dingen zu beschäftigen, mit denen wir hier täglich zu tun haben. Also wir sind ein sehr naturnahes Konzept, deswegen müssen wir auch alle ein Stück weit dieses Konzept leben und mit Leben füllen. So, deswegen müssen wir auch selber naturverbunden sein natürlich, so das zu erzählen, aber es nicht zu leben, bringt nichts. Und deswegen sind wir häufig dann auch dienstags draußen, am freien Tag sammeln zusammen, experimentieren zusammen. Manchmal machen wir auch einfach nur Schabernack da draußen, um einfach nur Spaß zu haben. Aber es ist so ein bisschen unser Rückzugsort, um in Verbindung mit der Natur zu kommen, runterzukommen und einfach Sachen auszuprobieren. Und zum Beispiel solche Sachen wie unsere Fermente, die du vorhin gesehen hast und ja auch leidvoll zu riechen gekriegt hast. Die können wir dann hier nicht präsentieren, sondern warten, bis die fertig sind. Ich glaube, da hättet ihr ein Problem. Definitiv. Ich glaube auch. Wenn ihr jetzt mal schaust, ihr seid noch relativ jung. Ja. Mit welchen Herausforderungen habt ihr oder hast du am meisten zu kämpfen? Es gibt echt einige. Also aber die wichtigsten sind, würde ich sagen, dass wir, das sind wirtschaftliche Herausforderungen aktuell noch. Weil es einfach so ist, dass wir
oder dass ich das Restaurant mit einem sehr kleinen Budget eröffnet habe. Wirklich sehr klein. Das war, im Prinzip waren wir eigentlich am Tag der Eröffnung schon wieder pleite. Und waren eigentlich so ein Stück weit dazu verdammt, dass das Restaurant am ersten Tag anläuft. Zumindest halbwegs läuft. Und das war schon ein großes Risiko. Deswegen habe ich sozusagen so ein bisschen auch damit zu kämpfen, dass das natürlich immer in meinem Kopf ist. Ein bisschen finanzieller Druck einfach, den du halt hast, um das Ding wirklich so ans Laufen zu bringen. Durch die Phase sind wir auch noch nicht durch. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Das dauert ja teilweise Jahre. Genau, oder? Das ist aber, glaube ich, normal. Das würde ich sagen, ist die größte Herausforderung, ist eigentlich der wirtschaftliche Aspekt. Mhm. Weil sonst habe ich, wie gesagt, ich habe so ein wahnsinniges Glück mit meinem Team, dass ich sonst wirklich eigentlich relativ sorgenfrei sein kann. Aber wenn du natürlich verantwortlich bist für 5, 6 Existenzen auf einmal, dann klar. Dann aber was sagt dir da deine Eingebung? Das werdet ihr alles hinbekommen, oder? Ja, aber das kommt also ein bisschen darauf an, mit welchem Fuß ich morgens aufstehe. Das ist nicht immer so, dass ich so positiv durch den Tag gehe und sage, wir schaffen das alles. Mhm. Sondern ich habe schon auch zu kämpfen. Das sind dann auch wirklich teilweise auch mal schwere Tage dabei und auch mal schwere Phasen am Stück, wo mich das schon auch dann belastet. Ja. Also ich kann das wirklich nur nochmal wiederholen und nicht, weil ich mit dir jetzt befreundet bin mittlerweile. Das ist wirklich ein unfassbar tolles Restaurant und das sollte jeder mal ausprobiert haben und auch gerade, weil wir immer häufig jetzt natürlich über Nachhaltigkeit sprechen, über die Natur sprechen, was auch in der Zukunft ein immer fundamentaleres Thema wird. Ja. Kommt vorbei, probiert es aus. Sehr gerne. Justus, zum Abschluss noch. Ja. Wie würdest du persönlich oder wie definierst du für dich Erfolg? Für mich ganz persönlich ist Erfolg das tun zu können, was ich liebe. Das ist für mich unfassbar wichtig. Also gar nicht so sehr, oder ich würde sagen, das zu tun, was ich liebe, um mir gleichzeitig aber jetzt nicht wahnsinnig große finanzielle Sorgen machen zu müssen. Meine Vision umsetzen zu können, mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten, viel lernen zu können und auch so diesen Lernprozess niemals zu stoppen, dass das immer weitergeht, das ist für mich Erfolg. Aber wie schaffst du das, diesen Spagat zwischen dem zu tun, was du gerne machst, und das ist im Moment das Restaurant zu leiten und auch zu führen und gleichzeitig aber auch finanziell nicht in irgendeine Schieflage zu kommen? Das ist, also wie ich ja gerade schon sagte, so ist das meine größte Sorge, das, was mich am meisten belastet, und das ist auch das ist sehr schwer, auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr schwer. Bereitet mir schon auch wirklich so, ich will jetzt nicht sagen, die ein oder andere schlaflose Nacht, aber zumindest das ein oder andere Einschlafproblem, dass ich viel riskiert habe, viel auf eine Karte gesetzt habe, aber ich versuche es mir dann immer so zu erklären, dass ich einfach mir selber sage, so hey, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, die Sorgen, die du hast, das sind Sorgen, die hätten andere wahnsinnig gerne, und B, ich dankbar dafür bin, dass ich sozusagen mit einer Leidenschaft, die ich habe, mit dem Fußball, wo ich würde sagen, ich war nicht wahnsinnig erfolgreich in dem Geschäft, aber ich war zumindest so erfolgreich, dass ich mir genug wirtschaftliche Mittel aufgebaut habe, um mit meiner zweiten Leidenschaft jetzt sozusagen eine zweite Karriere zu machen. Und das, dieser Gedanke daran und der Gedanke daran zu sagen, das ist alles nicht so schlimm. Der hilft mir da eigentlich ganz gut durchzukommen. Justus, vielen Dank. Es war heute ein, ich danke dir sehr, ein etwas anderer Podcast. Ja. Einmal von der Geräuschkulisse, aber auch von der Optik. Ich muss sagen, die Optik gefällt mir ein bisschen besser als bei mir im Studio. Ihr könnt immer kommen, wenn ihr jetzt wollt. Ihr seid jede Woche herzlich eingeladen. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange wir jetzt aufgenommen haben, weil auch ich habe mein Mischpult hier jetzt nicht vor mir. Ich denke mal, dass wir so um eine Stunde jetzt sind. Deswegen, könnte sein, ja. Deswegen beende ich es an dieser Stelle. Justus, vielen, vielen Dank. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute mit dem Restaurant, aber noch viel wichtiger, ich wünsche dir und deiner Mutter ganz viel Kraft, denn das ist, glaube ich, auch ein Prozess, der weitergeht. Ja. Und vor allem viel Gesundheit. Und bis zum nächsten Mal hier ohne Kamera und ohne Mikrofon bei einem guten Essen. Vielen Dank, mein Lieber. Es war wirklich toll, dass du hier bist und toll, dass du hier warst. Jetzt mit dir heute zu sitzen, war mir echt eine Riesenfreude. Danke. Vielen, vielen Dank.